Hallo liebe Leute und weiter geht es in den Schlossmauern von Castlevania Legacy of Darkness mit mir DJ K87 und mit mir den Alucard. Und wir haben uns jetzt mittlerweile für die Mondtürseite entschieden in diesen Schlossmauern. Nachdem wir die Sonnenseite geschafft haben, den Hebel aktiviert haben, müssen wir das jetzt auf der anderen Seite auch noch schaffen. Allerdings ist das hier blöd, dass ich hier die brüchige Seite jetzt habe. Aber wir müssen leider hier durch, weil vorher öffnet sich das Tor nicht, damit wir quasi aus diesen Schlossmauern heile rauskommen. Siehst du, und du fragst dich, warum die Skelette und so alles Geld bei sich haben. Ja. Na, bei so einem baufälligen Schloss? Das finanziert sich nicht von alleine. Dracula muss auch gucken, wie er an die Kohle kommt. Au. Hatte ich einen Beil erwischt? Ein bisschen, ja. Das tat das auch ein bisschen weh. Was heißt jetzt so ein bisschen? Das hat mich ganz gut erwischt. 18 Kilo auf einmal leichter geworden, oder was? Oh. Also das hat mich auf jeden Fall ganz gut erwischt, aber irgendwie ist Cornell trotzdem noch ganz geblieben. Was irgendwie das Interessantere dabei ist. So, jetzt bin ich aber vorsichtig. Hier kam es nämlich runter. Ich würde ja sagen, damals waren die Spiele nicht so brutal, aber selbst damals gab es so Spiele wie, wie Doom und so, ne? Also, Ja, und was heißt nicht brutal? Hier sind ja auch manche Sachen mit Blut hier angemalt. Ja, aber keine, abgetrennten Körperteile und solche Scherze. Dafür gibt's Skelette. Wow. Wuhu. Du Heiliger. Jetzt wollt ihr es aber hier wissen? Daneben. Oh, ich weiß nicht, hast du es da mitgekriegt hier mit hier den Jugendschutz, der sich an YouTuber wandelt? Nein, habe ich noch nicht. Oh, scheiße. Hast du noch nicht? Hast du es nicht mitgekriegt? Nein. Ja, ich denke mal, deine Zuschauer werden es mitbekommen haben, aber ich sag das hier gerne nochmal. Erstens, um dich zu informieren und halt um Zuschauer zu informieren, die das auch noch nicht mitgekriegt haben, ist folgendes. Ein großer YouTuber wurde vom Jugendschutz angeschrieben und wurde darum gebeten, die indizierten Spiele, die er auf seinem Kanal hat, doch bitte zu löschen. Gut, dass ich kein indiziertes Spiel als Let's Play gemacht habe. Also, ich sage auch jetzt den Namen, weil er, weil der YouTuber sich auch dazu schon geäußert hat und auch ein Video dazu gemacht hat, nämlich Sarazar war das. Mhm. Der halt darauf angesprochen wurde und naja, jetzt ist dann halt so die Frage, sind jetzt Let's Plays oder so Sachen von Spielen, die ab 18 sind, wird da jetzt noch was kommen und bla und hast du nicht gesehen. Ist eine große, ja, auch doch ein bisschen brisantes Thema, sag ich jetzt mal. In den letzten paar Tagen jetzt gewesen. Beziehungsweise steht ja eigentlich immer noch im Raum, nur jetzt ist es ein bisschen stiller drum geworden. Ja. Die Sache ist dann halt, es werden dann wohl auch einige Kanäle doch ganz schön in Gefahr dann sein, sage ich jetzt mal. Also wirklich, die Kanäle werden dann deren Existenz geraubt, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn jetzt keine FSK 18 Spiele mehr Let's Played werden dürfen, ne? Da sage ich jetzt halt nur mal Battle Bros von Fabian Sigismund. Das basiert ja auf ein FSK 18 Spiel, dieser Kanal. Und zwar nämlich auf Battlefield, ja, also Battlefield 3 und Battlefield 4. Und halt noch wohl Spiele, die wohl noch kommen werden von Battlefield oder halt auch andere Spiele, wie zum Beispiel Evolved oder was hat er denn da noch so gemacht? Ja, keine Ahnung, aber halt, Battlefield ist so halt eigentlich sein Hauptthema, worum es eigentlich auch in diesen Kanal eigentlich geht. Ja. Und wenn das tatsächlich so ist, dass wohl der Jugendschutz da wohl sich ein bisschen breiter macht, sag ich jetzt mal, was YouTube angeht,
Ja, kann er eigentlich seinen Kanal zumachen, ne? Wenn dann gesagt wird, ja, lösch doch mal da die ganzen Videos mit den FSK 18 Spielen oder sowas, ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als wie ein paar Kommentare, die er halt kommentiert und so ein paar Videos, die er mal so gemacht hat, wie Tough Mudder oder sowas, ne? Aber das ist dann halt nicht Sinn des Kanals, warum er diesen Kanal aufgemacht hat. Ja. Neo. Das ist echt schon irgendwie heftig geworden mit YouTube. Aber wir können hier sogar schön wie das Schloss beobachten. Quasi, ja, den schönen Außenbereich. Allerdings kommt die Dracula diesmal nicht zum Vorschein, nachdem wir alle Hebel hier aktiviert haben. Nein. Diesmal traut er sich noch nicht. Ja, man muss ja sagen, YouTube selber hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun in der Hinsicht. Nee. Ja, also YouTube selber ja nicht. Es ist ja tatsächlich hier der deutsche Jugendschutz, der sich ja da an die Leute wendet. Neo. Weil YouTube ist ja eigentlich, soweit ich das noch in Erinnerung habe, eigentlich eine amerikanische Videoplattform, glaube ich, ne? Ja. Ist ja in den Staaten ja ansässig, nicht in Genau. Deutschland. Ja, und wie die ja mit Gewalt umgehen, wissen wir ja auch. Ja. So ein bisschen lockerer, sage ich jetzt einfach mal. Will jetzt hier nicht unbedingt welche Klischees auspacken oder sonst irgendwas. Ich meine, ich kann den Jugendschutz teilweise verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Bei den meisten Sachen ist es ja, also bei einigen Videoplattformen wie zum Beispiel MyVideo oder so, ist es ja so, dass du FSK 18 Videos nur nach einer bestimmten Uhrzeit dir angucken kannst, wo halt dann auch die meisten Schüler oder Minderjährige, wie auch immer, meistens im Bett sind, sage ich jetzt mal, oder halt schlafen, weil sie halt zur Schule müssen oder sonst irgendwie was. Das ist natürlich wieder, wenn sie Ferien haben oder so, ist es ja wieder eine andere Geschichte, aber da sind ja auch meistens die Eltern mit da. Neo. Ja? Sage ich jetzt einfach mal. Ganz, ganz blöd jetzt gesagt. Ich meine, klar, du kannst dein Kind oder ja, dein Kind eigentlich nicht 24 Stunden lang beobachten oder wenn er in sein Zimmer ist, kontrollieren. Ja, was macht der denn da jetzt? Wir haben gerade wieder eine Zwischensequenz. Wir sind auf jeden Fall aus den Schlossmauern raus. Yay! Und es regnet. Nö. Nicht? Nö. Der Regen fällt aus. Der ist weg. Sollte es eigentlich nicht regnen? Nein. Wir sind bei der Villa und haben wieder Cerberus am Hals. Naja, nicht ganz. Aber doch, sind sie. Allerdings sind die hier wirklich ein Witz, weil die kommen noch nicht mal fast an mich dran und ich habe die schon erledigt. Ich war jetzt wirklich lachhaft. Okay. Was haben wir denn hier in der Kerze noch? Oder in der Fackel? Kerze kann man ja nicht dazu sagen. Oha, du bist ja auch noch da. Ich dachte, ich hätte schon alle. War die also zu dritt? Flotter Dreier, könnte man bald sagen. Müssten eigentlich drei Stück sein, ja. Ja, jetzt ist die Musik weg. Jetzt heißt, dann haben wir jetzt alle. Yay, Party! Ich bin ja froh, dass ich jetzt wenigstens aus diesen Schlossmauern raus bin. Sprich, ich muss keine ätzenden Stufen. Warum kommt jetzt noch einer? Zwei? Okay, jetzt ist gut. Geht wen anders essen, ich schmecke nicht. Da müssten eigentlich noch ein paar kommen. Langsam ist gut. Gebt euer Frauchen oder Herrchen nicht genug zu essen? Jetzt so langsam mal Zeit, dass sie das mal tun. Es wundert mich eigentlich, weil normalerweise, so wie ich mich erinnern kann, der Version, die ich gespielt habe, müsste es, wo du dann draußen im Garten bist, regnen. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Wer hat das Lied ausgemacht? Ach, das ist auch jetzt so ein Special Cerberus gewesen dann, ne? Glaub schon, ja. Ich wünsche nur dieses Tor öffnen. Ah, endlich.
Geht es mal auf. Wollen wir wieder auf diese Plattform hier warten? Kannst dir die Grabsteine angucken. Muss man gerade gucken, wo sind die? Nein, da sind sie nicht. Wenn die Leute jetzt fragen, woher ich das weiß, dass Hab er sie. da. Was Dass haben wir er denn da hier? ist, wo Grabsteine sind. Er hat gesagt, auf die Plattform warten und dann weiß ich, dass er beim Brunnen ist. Der Grabstein ist so beschädigt, dass er unlesbar ist. Sie sehen einen Schalter. Möchten Sie ihn drücken? Und nun? Mach das mal bei allen. Muss nur gerade. So, ist hier auch ein Schalter? Hier liegt meine geliebte Frau Mary. Sie sehen einen Schalter. Möchten Sie ihn drücken, ja? Okay, und was haben wir hier drüben? Hier liegt mein geliebter Sohn Henry. Sie sehen einen Schalter? Ja, möchte ich auch drücken. Waren das jetzt alle? Also ich sehe hier nur drei Gräber. Ne, eins, zwei... Doch, drei. Drei Stück müssten es sein. Ja. Habe ich jetzt alle betätigt, aber nichts... Nichts passiert? Also zumindest sehe ich jetzt keine Veränderung hier. Und ich glaube, eigentlich kommt dann auch eine Sequenz, wenn... Ist bei dir Nacht? Ja, wir haben es gleich 3 Uhr. Okay. Na gut. Also irgendwie hat das jetzt nicht wirklich viel gebracht. Aber ich kann trotzdem mal hier diesen Kristall hier... Da ist noch ein Grab, sehe ich gerade. Hier beim Speicherkristall. Haben wir noch ein viertes, okay. Hier liegt der Herr des Anwesens, Master Aldray. Ja, möchte ich auch drücken. Nichts geschieht. Da muss man die also in der richtigen Reihenfolge... In der richtigen Reihenfolge dann nur höchstwahrscheinlich. Ach du Heiliger. Okay, versuchen wir es mal. Fangen wir mal mit dem Sohn an. Ja? Okay, jetzt ist die Frage, was ist das Kaputte? Ich versuche mal das als zweites. Und dann nehme ich mal die geliebte Frau. Und dann den Herrn. Gucken, ob das was bringt. Und es geschieht nichts. Warte mal, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Mach mal den zuerst am Speicherpunkt. Also den Herrn des Hauses. Ja. Okay. So. Ja, möchte ich drücken. Gut. Dann gehst du auf die andere Seite. So, da müssten zwei Stück direkt nebeneinander sein. Genau. Dann machst du den... Oh, welcher war das jetzt? War das... Ich glaube, der linke... Der linke ist die Frau. Genau, der linke, der rechte und dann das Unlesbare, glaube ich. Genau. Ja, links, rechts und dann unlesbar, genau. Also soll ich erst die Frau, dann den Sohn und dann das Unlesbare? Genau. Okay. So. Und dann das da drüben. So.
Okay. Jetzt kam keine Nachricht. Ja, guck mal zum Brunnen. Ah, diese. Okay. Ich habe nämlich das Klacken gehört. Wir haben die Säule erschaffen. Hier müssen wir nicht auf eine bestimmte Uhrzeit warten. Ja, immerhin. So. Nehmen wir die schönen Sachen hier mit. Ob ich da oben drauf auch kann, weil das sieht mir gerade auch sehr auffällig hier aus. Na komm, Cornell. Das müssen wir jetzt noch schaffen. Eine Rose ist in einen Stein auf den Springbrunnen eingraviert. Kann ich sie nicht mitnehmen? Anscheinend nicht. Ich hasse Deko. Egal, jetzt haben wir das wenigstens geschafft. Dann können wir jetzt hier wenigstens speichern. Und dann machen wir im nächsten Part weiter und werden dann auf jeden Fall in diese Villa reingehen. Und mal gucken, was uns dort wieder erwartet. Vielleicht wieder dasselbe Schicksal wie im ersten 64er-Teil. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Deswegen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.